Produkten von P2. Ihr wisst, kürzlich war ich beim P2-Event in Hamburg. Das Video dazu, das kam super gut bei euch an. Dafür möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken. Ich kann mir aber schon vorstellen, warum so viele von euch dieses Video geschaut haben. Nämlich, weil P2 richtig, richtig coole Produkte hat. Auch für den kleinen Geldbeutel bekommt man da ganz, ganz tolle Sachen. Und ich habe mir jetzt ein paar Sachen rausgelegt, die wir eben testen durften und auch mitnehmen durften, die eben neu ins Sortiment kommen. Und dazu möchte ich euch jetzt meine Meinung sagen. Ich habe auch noch eine richtig, richtig coole und fette Verlosung für euch. Da freue ich mich riesig drüber, denn als wir beim Event waren, war es so, dass wir drei Produkte küren durften. Also sprich Platz 1, Platz 2 und Platz 3. Und diese Produkte darf ich auch noch verlosen. Auf Snapchat wird es auch eine richtig, richtig tolle Verlosung dazu geben, zu anderen Produkten, und zwar zu einer LE. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video. Es sind ganz tolle Sachen dabei. Ich sage euch dazu meine Meinung. Es sind auch ein paar Flop-Produkte dabei, leider. Aber gut, so ist es halt. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, bleibt jetzt einfach mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Und zwar würde ich sagen, legen wir mal los mit Nagellack. Ja, ihr wisst, ich liebe Nagellack, und eine Reihe aus der P2 Sortimentsumstellung hat mich doch sehr, sehr überzeugt. Und zwar ist es diese Reihe hier, die Technochrom-Reihe. Davon gibt es 8 verschiedene Farben. Gut, ich habe jetzt stellvertretend mal Pink mitgenommen, weil ich Pink einfach total liebe. Dieses Chrom, das ist im Moment sowieso total angesagt. Und es ist so, dass der Nagellack hier bei mir zum Beispiel in einer Schicht total deckt, richtig gut und schnell trocknet, was bei mir ja auch immer super wichtig ist. Und deshalb ist er bei mir hier schon mal auf dem Siegertreppchen gewesen. Und davon könnt ihr auch welche gewinnen. Ich denke, wir kommen zur Verlosung am Ende. Das ist nämlich besser. Dann könnt ihr das Ganze mal in der Übersicht sehen. Ich habe jetzt hier alles liegen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann noch am Ende. Wir machen mal weiter mit einem Lippenstift. Der dürfte bei mir auch auf Siegertreppchen. Und zwar ist es dieser hier aus der Full Color Lipstick Reihe, und zwar ist es die Nummer 050 Shoutout Loud. Den trage ich heute auch auf meinen Lippen. Ich mag den so, so gerne, denn ich stehe ja auf dunkle Lippen, auf bärige Töne. Der hält total super lange, und ja, ich trage den wirklich in letzter Zeit ausschließlich, muss ich sagen. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß das auch. Aber ich habe noch einen hier aus dieser Reihe, den blende ich euch ein. Den habe ich nämlich in meiner Handtasche. Den hatte ich auch mit in Nizza bzw. in Cannes. Habe den ständig getragen und wurde dann auch drauf angesprochen. Und ja, da freut man sich natürlich immer total. Ich mag den super gerne und das ist auch mein Favorit. Gewinnen könnt ihr dann aber diese hier. Davon habe ich eben welche zugeschickt bekommen, aber wie gesagt, am Ende mehr dazu. Und zu guter Letzt auf Siegertreppchen durfte noch dieses Produkt hier, und zwar hat mich das total überzeugt, aus der Velvet Blue Reihe Lip Crayon. Davon gibt es 5 verschiedene Farben. Das ist ein matter Lipstick in Stiftform, den man super gut auftragen kann, weil ihr könnt schon sehen, hier vorne, das ist eben wie ein dickerer Stift. Den kann man hier unten so rausdrehen. Ihr wisst ja, dass ich diesen matten Effekt nicht ganz so mag, aber bei dem hier ist es nicht ganz so extrem. Also das heißt, es trocknet die Lippen nicht so extrem aus und es kriecht auch nicht so in die Fältchen rein. Deshalb habe ich den natürlich gekürt. Hier hinten habt ihr dann noch so ein kleines Produkt mit dabei. Damit könnt ihr schöne Ombre-Lippen noch zaubern oder eben das Ganze nochmal so ein bisschen nachfahren. Und ja, das finde ich auch richtig toll. Und deshalb durfte das bei mir auf das Siegertreppchen. Davon gibt es 5 verschiedene Farben. Könnt ihr euch mal anschauen. Mich hat halt diese Farbe hier absolut überzeugt. Und deshalb dann auch für euch hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Ja, dann machen wir weiter mit einem Produkt, das mich total überzeugt hat. Und zwar dieses hier. Ein Highlighting Pen, ein 2-in-1 Produkt. Das heißt, ihr könnt euch mit dem einen Produkt hier, mit diesem Highlighter, unter der Augenbraue das Ganze highlighten und dann könnt ihr euch die Augenbraue noch fixieren. Das ist so ein Wachs für widerspenstige kleine Härchen, die nicht da bleiben wollen, wo sie sollen, könnt ihr es euch eben damit fixieren. Für einen kleinen Geldbeutel wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Hat es mir super angetan und verwende ich auch super gerne. Wir machen mal weiter mit Foundation, und zwar wird es da die neue Nude Blend Foundation geben in 3 verschiedenen Nuancen, und zwar die 020, die 030 und die 040. Ich hatte mich vor dem Urlaub für die 040 entschieden.
Jetzt ist es mir leider doch auch noch ein bisschen zu hell. Also ich brauche halt jetzt ein bisschen eine dunklere Foundation. Auf jeden Fall vor dem Urlaub habe ich sie wirklich sehr, sehr oft verwendet. Ich fand sie richtig gut. Ich war sehr damit zufrieden. Vor allen Dingen ist da noch ein Primer mit enthalten. Sie hat sehr lang gehalten. Es ist eine leichte Foundation mit einer leichten Deckkraft. Und ja, ich war wirklich damit sehr, sehr zufrieden. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich finde es eben auch schön, dass es diese verschiedenen Nuancen gibt. Und ja, man könnte sie dann auch mischen. Da müsste man eben mal schauen, was für einen Hautton man hat. Aber was mich so richtig doll auch noch überzeugt hat, jetzt aus dem neuen Sortiment, war diese Make-up Base. Die verwende ich jetzt nach wie vor jeden Tag. Ich finde die richtig, richtig klasse. Und zwar ist es so, dass man die sich eben vor dem Make-up aufträgt. Die hat ganz, ganz leichte Glitzerpartikel mit enthalten, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich mag es ja, wenn das alles so ein bisschen glowy ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann glänzt wie eine Disco-Kugel, das jetzt gar nicht. Aber sie macht einen ganz, ganz schönen Effekt und so einen gesunden Effekt, so nach Sommer. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein Produkt, das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat an diesem Produkt ist, beziehungsweise war, als ich das auch das erste Mal aufgetragen habe, war das sofort der erste Gedanke, oh, der Geruch ist jetzt nicht so meins. Also es verfliegt dann aber, nach dem Auftrag riecht ihr das nicht mehr, aber als ich mir das aufgetragen habe, das erste Mal dachte ich mir so, okay, ja, nicht so dolle. Aber du testest es jetzt einfach mal, ne? Möchtest ja eine Review dazu abgeben. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, das ist wirklich nur ein ganz kurzer Moment und dann geht's. Und das Produkt entschädigt dafür, sagt man es jetzt einfach mal so. Machen wir mal weiter mit Lidschatten und zwar wird es da 4 neue Paletten geben. Richtig, richtig schönes Packaging, auch die Farben sind richtig toll. Das Einzige, was mir nicht so gut daran gefällt, ist, dass sie zu grobe Glitzerpartikel teilweise enthalten haben, die einzelnen Lidschatten. Da müsste man mal schauen, was einem da eben besser gefällt. Ich stehe so ein bisschen mehr auf matte Lidschatten, dann ja zum Teil auch ein bisschen Glitzer, aber wie gesagt nur feinen Glitzer und das hat mir daran nicht so gut gefallen. Von der Pigmentierung her sind sie nur leicht pigmentiert, also das heißt, wenn man leichtes Make-up haben möchte, ist man mit denen wirklich sehr, sehr gut bedient. Man könnte das Ganze natürlich schichten, das ist ganz klar, aber wie gesagt, ich finde die Farben richtig toll, die in den verschiedenen Lidschatten enthalten sind und ja, deshalb auch ein positives Feedback. Bis auf die Glitzerpartikel eben, aber da kann man ja switchen. Dann, was ich richtig toll finde, sind diese kleinen Lidschatten hier. Da sind 3 Stück enthalten in einem. Das ist eine Trilogie, da haben mir auch die Farben sehr, sehr gut gefallen. Gerade für unterwegs, wenn man nicht unbedingt eine große Lidschattenpalette mitnehmen möchte, ist man damit wirklich sehr gut bedient. Da finde ich, ist die Pigmentierung jetzt eine andere. Das hat mir schon ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen. Deswegen schließt es bei mir auch positiv ab. Dann machen wir weiter mit Augenbrauenprodukten und zwar gibt es da 2. Leider passen die nicht zu meiner Farbe, also zu meiner Augenbrauenfarbe, deshalb konnte ich sie nicht testen. Mir wurde gesagt, dass die sich wohl dann der Farbe anpassen. Ich habe es einmal versucht und es war mir definitiv zu hell, deswegen ja, schade, aber so ist es. Dafür ein richtig tolles Produkt und zwar dieses hier. Das verwende ich auch tagtäglich, weil es mir so, so gut gefällt. Und zwar ist es der Longwear Gel Liner. Es kommt her in so einem kleinen Tiegelchen, was ich richtig toll fand am Anfang, ja, war, ich muss in der Vergangenheit sprechen, dass hier noch ein kleiner Pinsel mit dabei ist, wenn ihr das so aufmacht. Leider ist es aber so, dass der wirklich nur für den Anfang geeignet ist, denn der trocknet dann so ein bisschen ein, man müsste den dann waschen und dafür habe ich eben einfach meine andere Pinsel. Das ist jetzt nicht so dramatisch, also eigentlich dachte ich für unterwegs ideal, da musst du nicht extra einen Pinsel noch mitschleppen. Natürlich könnte man sich das dann waschen, eben hier oben den Pinsel reinigen und dann mitnehmen, aber wie gesagt, ich habe meinen anderen Pinsel, den abgeschrägten, den ich euch auch schon vorgestellt habe, aber das Produkt an sich finde ich richtig, richtig toll. Es ist ein richtig schönes Schwarz, was mir sehr, sehr gut gefällt und den hier kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen. Wir machen mal weiter mit einem Produkt, das mich eher enttäuscht hat und zwar ist es dieses hier, Pro Extending Fibers und zwar ist es für die Wimpern. Das Ganze soll die Wimpern verdichten, es soll die Wimpern modellieren und verlängern. Ich habe ja die teure Version, das hatte ich euch erzählt, auch die teure Version hat mich super doll enttäuscht.
Dieses Produkt hier kostet natürlich nicht ganz so viel. Also am Anfang habe ich mir gedacht, ja, es macht schon ein bisschen was her. Allerdings hat es mich enttäuscht, weil ich es nur 4-mal verwendet habe und dann war das Ganze irgendwie eingetrocknet. Also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Falls ihr das Produkt schon in Verwendung habt und davon total überzeugt seid, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, denn irgendwie funktioniert es nicht mehr. Und das Ganze nach 4-mal, was natürlich sehr schade ist. Ich weiß, es ist nicht ganz so teuer, aber trotzdem ärgert es mich dann, ne? So, dann machen wir weiter mit einer Mascara, die ich getestet habe. Ihr wisst, ich liebe Mascara und bei der hier war es einfach so, dass sie mich auch nicht überzeugt hat, aber deshalb, weil ich einfach auf mehr stehe, also was meine Wimpern betrifft. Und zwar ist es so, dass sie, ich sage euch erstmal, wie sie heißt, Rein Impact Mascara Waterproof. Und zwar ist es bei der hier so, dass sie mit Sicherheit geeignet ist für Frauen, die eben einen dezenten Look schminken bzw. das Ganze nicht so auffällig möchten. Also es macht schon ein bisschen was. Die Wimpern, die werden auch schön geteilt, aber mir reicht der Effekt einfach nicht. Und ja, deshalb sage ich euch dann natürlich ehrlich meine Meinung dazu. Wenn ich nur was Leichtes schminke, dann passt die natürlich wunderbar. Mir gefällt das Bürstchen natürlich auch sehr, sehr gut. Hier, ihr könnt sehen, es ist richtig schön gemacht. Auch das Packaging finde ich natürlich toll. Und für einen leichten und dezenten Look ist die wirklich sehr geeignet. Wir machen mit Blush weiter. Und zwar wird es da zwei verschiedene geben aus der Glow Touch Compact Blush Reihe. Und zwar zum einen die 070 Touch of Grenade. Die habe ich getestet und dazu kann ich euch schon mal sagen, dass sie überhaupt nicht mein Fall ist. Ihr könnt schon sehen, also mir ist es definitiv ein Touch too much sozusagen. Es ist mir einfach zu bärig und das passt überhaupt nicht zu meinem Hautton. Aber ich habe das schon als Lidschatten verwendet und da gefällt es mir wiederum sehr, sehr gut. Genau, aber der Blush, der es mir angetan hat, ist dieser hier. Und zwar ist es die 010 Touch of Berry. Mir gefällt es total gut. Ich trage den heute auch und ich finde, da sieht man so richtig schön sonnengeküsst aus. Der hat so feine Glitzerpartikel, die mir sehr, sehr gut gefallen. Ich gehe dann aber nochmal mit einem anderen Produkt drüber. Das zeige ich euch auch gleich. Also den hier kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Und den habe ich auch tatsächlich im Urlaub dabei gehabt und ständig getragen. Das Produkt, von dem ich gerade gesprochen habe, ist dieses hier. Und zwar nennt es sich Sunshine Finish Bronzer Puder oder Powder. Ja, damit gehe ich nochmal drüber über meinen Blush, weil er so ein bisschen hier mein Highlighter-Produkt ersetzt. Und ich gehe mir dann eben nochmal übers Gesicht, weil das schön sonnengeküsst auch wieder aussieht. Das gefällt mir total gut. Jetzt für den Winter dann eher nicht geeignet, aber jetzt für den Herbst noch so ein bisschen werde ich ihn auf jeden Fall noch verwenden. Dann habe ich getestet dieses Produkt hier und zwar nennt es sich Nude Blend Compact Powder. Das habe ich immer in meiner Handtasche dabei. Das macht ein sehr, sehr schönes Finish. Gefällt mir total gut. Also ihr habt hier nochmal so einen Spiegel und hier so eine kleine Puderquaste, die ich allerdings nicht verwende, wie man sehen kann. Ich verwende da meinen großen Pinsel, den habe ich auch hier, den kann ich euch auch zeigen. Genau, und den habe ich immer in meiner Handtasche, falls ich mich mal abpudern möchte, falls ich wieder glänze. Ja, finde ich, ist das ein richtig, richtig tolles Produkt. Ich habe die 035 Vanilla. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ich total mag und auf jeden Fall auch noch für meine Schwester nachkaufen werde, weil ich davon richtig überzeugt bin. Und zwar ist es dieses hier. Es nennt sich Multicolor Bronzer. Und allein diese Prägung, die sagt schon alles. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Ihr habt einen ganz, ganz tollen Bronzer mit verschiedenen Farbnuancen. Ihr könnt damit richtig schön euer Gesicht erwärmen. Ihr könnt das Ganze auch als Lidschatten verwenden, denn es ist ein ganz toller matter Ton auch dabei. Gefällt mir richtig gut. Auch für mich wieder ein 2-in-1 Produkt, weil ich das auch schon dabei hatte auf einem Event als Lidschatten und eben als Bronzer. Nur so viel dazu. Wenn ich mal nicht so viel einpacken möchte oder kann, dann gefallen mir solche Produkte eben super gut. Wir kommen zu einem Produkt, was ich euch auch noch empfehlen kann, und zwar ist es dieser Magic Liner, den ich auch heute trage. Und zwar gefällt mir an dem hier zum einen sehr, sehr gut, dass er super ergiebig ist. Also ich habe den wirklich seit Wochen in Verwendung und er malt immer noch pechschwarz, was mir super gut gefällt und was bei anderen Produkten meistens nicht der Fall ist. Die Spitze ist super präzise, also ihr könnt sehen, es malt wirklich super gut und damit komme ich ganz, ganz toll zurecht und deswegen heute in meinem Video. Wir kommen aber noch zu guter Letzt zu einem
kleinen Flop-Produkt, das mir nicht so gut gefällt, muss ich sagen. Aber ich habe da echt viel reingesetzt. Ich habe gedacht, hey, wir schauen mal, wie das so ist. Und zwar ist es dieses Full Matte Primer und Topcoat-Produkt für die Lippen eigentlich. Und ihr könnt schon sehen, ja, es ist nämlich so, dass man sich das als Primer aufträgt, erst antrocknen lässt, dann setzt euch dann euren liebsten Lippenstift auf, wartet kurz und dann geht ihr eben mit diesem Produkt nochmal drüber. Das soll dann eben diesen Matt-Effekt zaubern, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, also zum einen ist dann dieser Stift mit dem Lippenstift voll, sieht man ja, sodass, wenn man mit einem anderen Lippenstift das machen wollen würde, falls das jetzt deutsch war, müsste man sich den hier erst sauber machen und ganz ehrlich, dann kaufe ich mir lieber gleich einen matten Lippenstift. Ne? Also ja, so viel dazu. Und das waren jetzt soweit die Produkte, die ich für euch getestet habe. Ich habe auch noch mehrere Produkte getestet, aber ich glaube, ich beende jetzt fürs erste Mal dieses Video. Falls euch noch irgendein Produkt interessiert, das ihr in meinem Follow Me Around gesehen habt, dann lasst mich das gerne wissen. Dann teste ich das auf jeden Fall noch weiter für euch und gebe euch dazu dann auch meine Meinung ab. Die Produkte, die sind jetzt schon beim DM erhältlich. Schaut mal nach, falls euch irgendwas gefallen hat. Und jetzt kommen wir aber natürlich zur Verlosung, zur Mega-Verlosung, die ich für euch habe. Und zwar habe ich zum einen auf Snapchat eine Verlosung aus der LE, das habe ich euch ja gesagt, oder von der LE besser gesagt, aus der Retro Repeats LE, diese. Und ja, da könnt ihr mal auf Snapchat vorbeischauen. Sobald dieses Video online geht, werde ich die Verlosung starten dort auf Snapchat. Ich liebe Snapchat übrigens mal, by the way. Und jetzt kommen wir zur Verlosung, die ich für euch habe. Ich blende euch das jetzt mal ein. So, drei von euch können diese wunderschönen Produkte hier gewinnen, die ich ja gekürt habe. Ihr könnt sie sehen im Überblick. Und diese Produkte hier, dieselben, das können auch drei von euch gewinnen und zwar auf Instagram. Also schaut da auch sehr gerne mal vorbei. Ich werde da schöne Pakete für euch zurecht machen. Ich hoffe, ihr freut euch. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch natürlich nochmal unten in die Infobox. Wichtig ist natürlich, dass ihr Abonnent meines Kanals seid, denn dafür mache ich das. Ich setze mich ja auch für euch ein und versuche da natürlich auch etwas für euch mitzunehmen. Wenn ich das darf natürlich, durfte ich ja in dem Fall. Ich muss da jetzt auch das Porto bezahlen, also von daher, ja. Nur so viel dazu, das mache ich natürlich super gerne, das wisst ihr ja, ich verschenke und verlose ja wahnsinnig gerne. Also schaut da mal unten in die Infobox vorbei und wie gesagt, falls euch jetzt noch irgendwas interessiert, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Abonnieren ist übrigens kostenlos, nur zur Info, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und jetzt beende ich dieses Video, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!